Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eva und das Met. Ja, so ungefähr könnte das Ganze heißen, oder Eva und der Hotdog und der Hotdog und ich oder so. Ja, Eva macht hier unsere Kochsendung bei minus 20 Grad, jedenfalls ihrem Outfit zu urteilen. Und ja, Eva, ich glaube, ich muss dieses Merkmal wahnsinnig irgendwann aberkennen, weil, ich weiß nicht, es macht mich total wahnsinnig, wenn ich dich ständig mit anderen Outfits sehe, als die, die gedacht sind. Oh, wer hat denn hier was? Oh, Preise, Schokolade, Banane. Alter, Eva, trink was. Das sieht ja mal richtig lecker aus. So, ja, nimm das mal raus und danach hol dir das mal. Yay, wir haben einen Kochpunkt erhalten. Sehr schön. Mensch, Eva, es geht voran. So, dann futter mal eine Runde und danach kannst du halt was Schönes trinken. Ich pack das mal hier in den Kühlschrank oder auch nicht, weil es mir wieder 10-mal verwehrt wird. Ja, beim dritten Versuch diesmal? Nein, vielleicht beim vierten. Beim vierten bestimmt. Nein? Vielleicht beim sechsten? Fünften? Hundertsten? Warum geht das nicht in den verblödeten Kühlschrank? Das gibt's doch nicht. Hey, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken? Ist das eine doofe Sache? Egal, da musst du es halt selber wegstellen, Eva. Kann ich nichts machen. So, Amelie ist jetzt hier halbtot mal im Bett angekommen. Der Geschirrspüler geht kaputt. Ich bin irgendwo auf Arbeit gelandet und versuche mein Bestes. Und Ashley, da gilt Ähnliches. Aber unsere Bedürfnisse sehen auch echt gut aus. Oh, das mit dem Fenster sieht ja auch cool aus, ne? Das hat auf jeden Fall was. Wuhu. Eva. Wir sehen dich. Durchs Fenster. Wahnsinn, oder? Ah, super. Ach, Mensch, ja, aber das sieht schon cool aus, wie sie da ihren... Was war das? Schokolade? Ihre Weiß-Schokolade-Banane? So, nee, nicht du, sondern... Können wir das auf magische Weise reparieren? Nee, schade. Hätte mich ja gefreut. So, Eva, also ran da, mal gucken, ob du davon stirbst oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Sonst haben wir hier gleich noch einen Geist in der WG. Du willst die neue Mystik-WG. Ach, Mio. Ja, seht ihr, wir könnten auch eigentlich einen Geist in die Mystik-WG holen. Eine Einladung zur Party. Bestimmt für Eva, ne? Nee, für Amelie. Naja, wir sagen einfach mal... Ach ja, das ist ihre Arbeitskollegin. Stimmt, stimmt, stimmt. So, ja, Eva hat es hier gleich geschafft. Hoffentlich noch ohne Stromschlag. So in der letzten Sekunde. Hier mangelt den ganzen Wasser neben dem Spüli. Gut, den Punkt haben wir auch noch gleich geholt. Mensch, Eva, wir sind ja hier heute Multitasking. So, dann schnappen wir uns am besten auch noch hier meinetwegen den Napf und dann noch die Toilette und die Dusche. Nein, Quatsch, hier so rum. Ach, Mensch. So, und dann brauchst du auch noch sozial irgendwie was. Ja, unseren Katzen geht es sehr gut. Da ist, glaube ich, jetzt nicht so der Handlungsbedarf. Musst du dich vielleicht mal mit Ashley oder so unterhalten, wenn die gleich von der Arbeit kommt? Mit Amelie ist jetzt noch nicht so viel mit unterhalten. Da müssen wir uns mal ein bisschen eher drum kümmern. So, ein Trampolin ist natürlich auch total cool, aber jetzt gerade nicht, Ina. Du könntest noch ein Nickerchen machen, wenn du nach Hause kommst. Welcher Schwachkorb? Liest den Artikel? Ja, das können wir gerne lesen. Können wir eigentlich mal draußen machen. Viel Spaß, Ashley. So, Eva, wie weit bist du? Mit dir wollte ich doch gerade irgendwas machen. Verdammt, was wollte ich mit dir machen? Ich hab's vergessen. Menno. So, du musst in 6 Stunden wieder arbeiten, das ist doch schon mal was. Ja, wir könnten die Pflanzen hier weiter absammeln. Ja, lass uns mal hier die Pflanzen weiter absammeln. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. So, Geld haben wir auch verdient. Wahnsinnig toll. So, Eva ist noch in der Dusche. Mein Gott. So, Ina geht ein Nickerchen machen. Das lassen wir hier mit dem Typen mal sein. Und eine Gruppe gründen kriegen wir schon irgendwie hin. Ach Mensch, so, wer hat jetzt hier gerade noch geschlafen? Amelie, komm, steh mal auf. Du kannst Fernsehen gucken gehen, dann schläfst du wieder die halbe Nacht und gehst nachher nicht ins Bett. Und das wäre ungünstig. So, Eva, wo bist du jetzt hin unterwegs? Achso, du bist einmal da rum und wer kam da jetzt gerade raus? Ach, ich bestimmt, ne? Ach, egal. So, Ashley liest da dann noch ihren Bericht in der Eiseskälte. Kann sie meinetwegen auch gerne noch weitermachen und... Jo, was kann sie denn danach machen? Das ist die viel bessere Frage. Ja, ich wollte mal zum wissenschaftlichen Institut latschen und gucken... Oh, die Brücke sieht toll aus, wenn die so leuchtet, ne? Wo ist denn jetzt das Institut? Da. Was, das Spendendienst? War das der Spendendienst? Plasmaspenden, Speichelspenden, Gespensterspenden, Insektenspenden? Ich weiß es nicht mehr, was es war. Speichelspenden? Ich glaube, es war Plasmaspenden. Kannst Plasma? Egal, wir spenden jetzt einfach mal hier alles Mögliche. Wir spenden mal einfach alles, was wir haben. Wenn wir hier mit dem Buch fertig sind.
Und dann machen wir hier nochmal wissenschaftliches Testobjekt und gucken, was denn dabei rauskommt. Ah, weil einen Punkt haben wir auf jeden Fall schon bei diesem anderen Ding. Warum bin ich... Achso, ja, weil sie hier bei der Arbeit ist. Na, mein Gott, dann gucken wir mal, wie es hier so ist. Was ist das hier eigentlich? Ach, ein großer Ofen, Kamin, irgendwas. Na, mein Gott. So, Ashley, wie sieht's denn mit deinem Buch aus? Kommst du voran? Geht's dir gut? Ja, an Party teilnehmen. Nee, ist jetzt nicht drin, Jessica. Tut mir leid. Amelie hat heute noch Besseres vor, zum Beispiel nicht einzuschlafen in den nächsten 2 Minuten. So, Ashley, könnte schneller gehen. So, und Eva, da kommt bald die Fahrgemeinschaft. Was macht sie gerade eigentlich? Ach ja, sie macht die Pflanzen noch. Gut, nee, das gibt's nicht, haben wir gesagt. So, jetzt aber mal ein bisschen schneller, Eva und Ashley. So, Eva ist schon fertig, meine Güte. Dann kann sie noch mit irgendwen plaudern. Dann rufen wir mal irgendjemanden an. Ja, sie kann ja einfach mal mit Matthew plaudern, aber das geht nicht, weil sie sich noch nicht weiter beschäftigt haben. So, Ashley, lauf mal los. Gut, dann gehen wir in der Zwischenzeit erstmal nach Hause und gucken, was die anderen da jetzt gerade so treiben. So, liebe Eva, schaffst du es jetzt pünktlich hier fertig zu werden? Das wäre ja schon mal ziemlich, ziemlich cool. Okay, alles klar. So, ah, ich bin schon mal wach, das ist auch gut. Brauche ich irgendwas? Das ist eine viel bessere Frage, glaube ich. Nee, ich bin mit der Besetzung zufrieden und alles. Und unsere Liebelei hier läuft auch super. Ich kann ihm ja mal eine Nachricht schreiben. Techtelmechtel-Textnachricht schicken? Alter, was geht denn hier? Was ist denn das? Zeig mal, was passiert denn da? Wenn man eine Techtelmechtel-Textnachricht schickt. Klar, ich komme gleich mal rüber. Oh, das ist eine Techtelmechtel-Textnachricht. Okay, haben wir das auch schon mal rausgefunden. Ja, was soll ich wissen, was die Textnachricht ist? Das habe ich noch nie versendet. Warten wir es einfach mal ab. So, in der Zwischenzeit könnten wir ja mal was essen, ne? Hier so Hotdogs. Lauf mal los, Ina. Ja, nee, wir gehen zwar zur Arbeit. Gespräch beendet, sozial hochgeholt. Wahnsinn. Und, ja, Eva, jetzt hör mal auf, mit deinen Händen zu spielen. Du solltest dich vielleicht mal ein bisschen beeilen. Ach Mensch, Eva. Dir ist manchmal nicht zu helfen. Ich würde jetzt sagen, lauf mal los. So, Eva hat sich natürlich schnell in ihre Sportkleidung geworfen, damit sie schnell genug auch da ist, wo sie hin will. So, Amelie, wie läuft's dir mit dem Fernsehgucken? Das kannst du jetzt eigentlich auch mal sein lassen und vielleicht noch eine Runde duschen gehen. Oder sich vorher sauber machen, das ist natürlich auch toll. So, immer klingelt Evas Telefon. Ich verstehe das einfach nicht. So, dann kannst du trotzdem auch Hotdogs essen. Du bist ja hoffentlich keine Vegetarierin. Ja, komm rein, Matthew. So, haben wir jetzt aufgegessen, weil wir könnten auch mal das ganze Zeug hier wegräumen. Das ist auch, glaube ich, ein Plan. So, genau. Du räumst das mal weg. Amelie geht eine Runde essen danach. Eva, nein, wir machen jetzt kein Foto mit dem Handy. So, was wollte ich denn mit Eva machen? Hier einmal hart arbeiten ist vielleicht eine gute Idee. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Na, vielleicht Komplizen treffen. Komplizen treffen ist immer gut. So, ja, Ashley ist ja dann noch fleißig beschäftigt. Ich glaube, sie wird hier wieder todmüde zu Hause ankommen. So, wir räumen hier alles ein. Matthew ist da und bringt seinen Laptop mit. Also für eine Techtelmechtel-Textnachricht ist es jetzt nicht besonders, ne? Halt nichts Besonderes. So, Bett kann man hier auch mal machen, wo ich nicht weiß, ob sich das lohnt. Hier, bitteschön, machen wir mal alles schön schick. Und dann können wir nochmal mit Matthew über das Techtelmechtel reden. So, die Musik ist auch schon wieder irgendwie ziemlich laut. Genauso wie der Laptop hier. Und ein Keks. Ja, wir haben 100 Simoleons erhalten und ein Keks. Das ist herrlich. Gut, dann kommen wir hierher, Ina. Amelie, ich hoffe, du räumst jetzt mal hier alles weg. Wäre voll lieb von dir. Gut, macht sie sowieso, alles klar. Und Athletik könntest du dann auch ruhig nochmal lernen. Obwohl, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du jetzt einfach schlafen gehen würdest. Obwohl, du hast frei, na, dann können wir jetzt auch hier machen, was wir wollen und erstmal noch eine Runde trainieren gehen und dann schlafen. Und das können wir dann danach vielleicht auch mal wegmachen. So, die Tante da ist auch noch da oder schon wieder oder was auch immer. So, mit Ashley haben wir gleich alles gespendet, was geht. Was spenden wir jetzt noch? Ach, Kichern. Wir spenden unser Kichern. Das ist natürlich auch total super. Und es geht schön schnell. So, Matthew, bist du jetzt mal der Meinung, hier bleiben zu wollen? Wir können ja auch mal wieder um Übernachtung bitten. Wo war das? So war das. Möchtest du... War doch mit Möchten, oder? War das mit Möchten? Ich weiß es gerade gar nicht. Steinschere, Geheimnis, Freund, Schneemann, Geschenk, zum Abschluss, Spiel, Tag, Schneeballschlacht, Schutz. über Schlafentzug beschweren? Okay. Ja, ist irgendwie gerade nicht hier, ne? Wo ist denn das? Ich möchte, dass er bei mir schläft.
Warum kann er hier Schutz versprechen? Koketter Witz, da, schüchtern, überschwänglich, Schutz, bla. Geht mal wieder alles nicht. Na herrlich. Wenn wir ihn einfach mal verliebt umarmen, vielleicht will er dann nie wieder von uns weg oder so. Und nein, ich werde ihn nicht bei uns einziehen lassen, weil dann haben wir seine ganze Haushaltskasse da und das ist ja irgendwie doof. Deswegen bleibt das erstmal eine, naja, weit entfernte Beziehung. Ja, flirten ist toll. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was rauskommt. Ich hoffe ja mal, dass wir jetzt ein Pflanzensim werden. Ne? Wäre nicht übel. So, Amelie ist beschäftigt. Die kann jetzt mal hier das richtige Tempo einlegen und das dann mal ignorieren. Eva ist unterwegs. Ich bin beschäftigt und Ashley ja auch noch. Sehr gut. So, sehr verführerisch. Das klingt doch schon mal super hier. So, wir kennen mit ihr da alle ihre Kollegen. Dann können wir ja uns mit den Komplizen verschwören. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, danke für die Information. Und ihr beiden tote Täubchen, ich will jetzt hier mal, ne, was erleben. Level 5 haben wir da auch erreicht mit Amelie, sehr gut. Dann schauen wir uns mal tief in die Augen. Ich bin auch mal gespannt, wann es jetzt hier... Oh Gott, ich bin verrückt. Oh ja, Schwebekuss. Oh, ich bin Schwebekuss und keine Lampe vom Kopf. Oh. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber naja, vielleicht kommen da schon die Vampirkräfte in ihr durch, warum sie Matthew halten kann. Ich könnte es nicht. Ja, könnt ihr mal im Runde ins Ohr flüstern und ihm in die Arme springen und ja, feste Beziehung will ich gerade irgendwie nicht so wirklich. Wange streicheln ist noch cool. Und Arm ist toll. So. So, wissenschaftliches Testobjekt. Ja, Haut von Ashley Erwin, eine Haupt... Bla, aber sie sieht aus, als hätte sie etwas gebracht. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll, Ashley, weil du jetzt wahrscheinlich wieder nur eine Hautkur hast. Kicheranfälle, Plasma, also wir haben jetzt 10.000 Sachen, trockener Mund wegen der Speichelprobe. Und ja, dann haben wir nur wieder diese verjüngte Haut. Total toll, ohnmächtig werden tun wir auch, Lippen lecken tun wir auch. Mein Gott, ist das toll. Ach Mensch, Ashley, das war mal wieder hier irgendwie alles nichts, aber geh doch einfach mal schlafen. Damit wir mal da so ein bisschen rauskommen. Gut, und ich würde jetzt hier gerne mal irgendwo hin... Kann man darin Techtelmechtel haben? Ja, das gefällt mir doch. Matthew, komm, wir haben unser erstes Techtelmechtel einfach mal in der Bockbaukammer. Ab in die Bockbaustation. Türchen, geh auf. Hä? Was ist vom Laster gefallen? Ein Geldbündel, Okay, Eva hat einfach mal Geld vom Laster geklaut. Was geht denn hier los? Oh, ist das toll. Ja, Matthew scheint sich super zu fühlen. Wie es mir geht, weiß ich noch nicht. Ah, ich bin müde. Okay. Ja, wir können ja aber auch gleich nochmal in unseren nächsten Marathon rennen. Und hier vielleicht noch ein bisschen entspannen. Aber das scheint so als Befehl nicht so recht zu funktionieren. Ich gehe jetzt einfach mal so pennen. Matthew, mach, was du willst. War sehr schön mit dir, wie hier meine ganzen aufleuchtenden Zeichen mir sagen. Also wir werden uns auch gleich... Ah, okay, Matthew will sowieso nicht mehr bleiben. Tschüss, Matthew. Wir werden uns auch bald in einen Vampir verwandeln, wie es ausschaut, ne? Weil wir haben jetzt den Biss schon ziemlich lange. War ja letzte Nacht eigentlich. Da kann es ja nicht mehr so lange dauern. So, selbst anspornen. Leg mal los. Jetzt pennt er auch noch bei Eva. Er ruft Eva an. Er pennt bei ihr im Bett. Was ist denn das hier? Ich werde jetzt langsam eifersüchtig. Eva, was ist da los? Willst du mir was erzählen? Das kann so nicht weitergehen. Eva, ich bin enttäuscht. Oh, Mensch. Okay, aber wir sind jetzt Fluchtwagenfahrerinnen und wir klauen uns das Geld aus dem Laster wahrscheinlich selber. Das wird sein. Diese Hitze, als würde mein Blut verbrennen, wortwörtlich, in meinen Adern kochen. Wo bin ich da bloß hingeraten? Ja, ich weiß es nicht. So, wir kriegen hier großzügiges Urlaubsgeld für unseren Schneeflockentag. Teile beim Winterfest eine freundschaftliche Geste mit deinen Nachbarn, Freunden oder sogar einem Fremden. Heute ist der Tag, um Festtagsfreude zu verbreiten. Ja, vielleicht sollten wir auch ein Festessen hier veranstalten für unsere ganzen Freunde, Nachbarn und Vampir-Veteranen. Das ist alles möglich, ne? So, Matthew und ich bin jetzt mal dafür, dass du in mein Bett rüberkommst und da das mal die Eva schlafen lässt. Oder Eva kommt zu mir. Kann ich mit Eva in einem Bett schlafen? Nee, kann ich nicht. Wir sind nicht gut genug befreundet. Blöd. Also, Matthew, hoch mit dir. Kannst gerne bei mir schlafen kommen, aber Eva geht jetzt erstmal in ihr eigenes Bett. Ne, Eva? Geh mal. So, Amelie, wie sieht's hier aus? Alter, Amelie, was ist denn mit dir kaputt? Nee, wir erhalten jetzt ja auch mal eine Textnachricht. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen.
Ach so, weil sie sitzt so lange. Ah, Matthew! Ist aber schön, dass du dich erinnerst, wo du hingehörst. Oh, sehr herrlich, der springt hier von Bett zu Bett, ne? Was ist denn das für ein Casanova, sag mal? Aber ein sehr unschuldiger, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ach, herrje. So, Eva liegt im Bett, Ina liegt im Bett, Ashley liegt im Bett und will sich 10.000 Mal die Lippen lecken und einen Kicheranfall kriegen. Gut, okay. Und Amelie liegt auch im Bett. Der perfekte Zeitpunkt, um Schluss zu machen, wenn ihr mich fragt. Wir sehen uns mit der Herzen. Wir gehen nächste Woche wieder und zwar gleich viermal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir gucken, was wir hier nächste Woche so erleben und wie die Umwandlung ablaufen wird. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.